Hallo zusammen! Habt ihr euch jemals gefragt, was den Menschen in 50, 100 oder 1000 Jahren erwartet? Immer häufiger sehen wir in Filmen alle möglichen Arten und Annahmen darüber, wie die Menschen der Zukunft aussehen werden. Zum Beispiel vermutet der Regisseur von AI, künstliche Intelligenz, dass es in ein paar Jahren neben gewöhnlichen Menschen erstaunliche und komplexe Roboter geben wird, die sich in Erscheinung nicht von Menschen unterscheiden werden. Aber heute wird es nicht um sie gehen, sondern um die Entwicklung, die dem Menschen in mehreren Jahren bevorsteht. Oder vielleicht werden wir Zeugen dieses Prozesses sein? Also, das sind die 10 möglichen Veränderungen des Menschen in der Zukunft. Los geht's! 4 Finger. Sicherlich wisst ihr, dass lange bevor die Menschen gerade gehen lernten, unsere Zehen dazu benutzt wurden, genauso zu greifen wie die Hände. Dieses Merkmal können wir noch bei Affen beobachten. Und wenn man Darwin glaubt, dann stammt die Menschheit von diesen behaarten Primaten ab. Aber als wir begannen, weniger zu klettern und mehr zu gehen, begannen unsere Zehen zu schrumpfen, bis sie ziemlich klein und niedlich waren. Und wenn der große Zeh das Gleichgewicht hält und irgendwie beim Gehen hilft, dann werdet ihr zustimmen, dass der kleine Zeh keinen speziellen Zweck hat, außer dass er gegen alle Ecken und Kanten stößt. Autsch! Solch ein Talent macht niemanden glücklich. Vielleicht werden die Menschen aus diesem Grund mit der Zeit zu Wesen mit 4 Zehen. Danke, Evolution! Hohe Körpergröße. Wie stellt ihr euch einen Urmenschen vor? Wahrscheinlich ist es so ein haariger Typ oder ein haariges Mädchen mit einem ziemlich spezifischen Gesicht und Gang, oder? Höchstwahrscheinlich hat dieser Mann oder Frau, sagen wir mal, Zahnprobleme, Kleidung aus Tierhäuten und dazu haben sie, richtig, eine niedrige Körpergröße. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass das durchschnittliche Wachstum eines primitiven Menschen unabhängig vom Geschlecht etwa 160 cm betrug und seit Jahrhunderten zunimmt. Besonders deutlich wurde es in den letzten Jahrzehnten, als die Menschheit buchstäblich ganze 10 cm gewachsen ist. Ja, genau wie einige eurer Freunde in den Sommerferien. Dieser Trend wird sich in der Zukunft fortsetzen, denn das Wachstum hängt stark von der Ernährung ab. Die Nahrungsmittel werden in den meisten Teilen der Erde nahrhafter und zugänglicher. Natürlich ist dieser Trend in einigen Regionen aufgrund der schlechten Ernährung mit geringem Gehalt an Mineralstoffen, Vitaminen und Proteinen nicht zu beobachten, aber in den meisten Ländern der Welt wachsen die Menschen weiter und scheinen nicht aufzuhören. Selektives Hören. Nicht weniger interessante Veränderungen können unser Gehör beeinflussen. Während des langen evolutionären Prozesses hat eine Person gelernt, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Schallwellen zu richten, die vom Ohr aufgenommen werden, und daraus zu wählen, was sie am meisten braucht. Natürlich ist solch eine Fähigkeit nicht allmächtig, aber erinnert euch an eine laute Party. Es ist erstaunlich, dass wir unter vielen überflüssigen Gesprächen und lauten Geräuschen die Rede unseres Gesprächspartners hervorheben und verstehen können, dass ein weiteres Stück Pizza definitiv nicht schaden wird. Es dreht sich alles um das Gehirn, das eine Art Filter spielt, und man muss sagen, dass es gut damit klarkommt. Gleichzeitig wird die Entwicklung der Medien und des Internets zunehmend durch unnötige und nutzlose Informationen blockiert, die eine Person gerade aussortieren will. So müssen Menschen der Zukunft schnell lernen zu verstehen, was für sie nützlich ist und was nur Lärm ist. Dadurch werden wir weniger Stress ausgesetzt, was bedeutet, dass wir viel fitter werden. Körperbehaarung. Es ist kein Geheimnis, dass die Urmenschen viel haariger waren als wir. Der bekannte Wissenschaftler Charles Darwin hat einmal gesagt, dass die Haare auf unserem Körper nichts anderes als ein Rudiment sind, eine Art Hallo aus der Vergangenheit. In diesen fernen Zeiten verhinderte der Haaransatz das Erfrieren und erlaubte den Menschen, unter schwierigen Bedingungen zu überleben. Kleidung und moderne Technologien haben jedoch die Funktion der Haare obsolet gemacht, sodass die Chancen bestehen, dass die Menschheit in Zukunft fast kahl sein wird. Stellt euch vor, ihr geht die Straße entlang und überall sind Menschen mit identischen glänzenden Glatzköpfen. Es klingt nicht sehr attraktiv, aber ganz ruhig, heute bezweifeln die Wissenschaftler stark solche Veränderungen. Muskelatrophie. Die rücksichtslose Evolution beseitigt die Attribute, die die Menschen nicht mehr brauchen. In diesem Sinne ist einer der Kandidaten für den Ruhestand die Körperkraft. Dass die Menschheit an Muskelmasse verlieren wird, ist nur eine Frage der Zeit und fast alle modernen Wissenschaftler sind sich dessen praktisch sicher. Wir sind schon viel schwächer als unsere Vorfahren, selbst schon im Vergleich zu den Urgroßvätern. Und es ist nicht verwunderlich, denn körperliche Arbeit wird nach und nach durch Technik ersetzt. Es gibt auch eine zweite Variante der Entwicklung von Ergebnissen, die darauf hindeutet, dass die Menschheit im Zusammenhang mit Versuchen, das Weltall zu entdecken, an Muskelmasse verlieren wird.
Viele von euch wissen, dass Astronauten nach ihrer Rückkehr zur Erde ihre physische Form wiederherstellen müssen. Und nun stellt euch vor, was passiert, wenn sich so ein Flug jahrelang hinzieht. Geschwächte Immunität. Wenn Menschen abhängiger von Medikamenten werden, beginnt das Immunsystem allmählich schwächer zu werden. Wissenschaftler schlagen daher eine kühne, aber durchaus begründete Annahme vor, dass der Mensch der Zukunft anfälliger für Krankheitserreger sei. Natürlich kann man sagen, dass moderne Medizintechnik und die Entdeckung von Antibiotika unsere Gesundheit und Lebenserwartung deutlich verbessert haben. Aber dies führte dazu, dass das menschliche Immunsystem viel weniger arbeiten muss, um die Gesundheit zu erhalten und kann sich daher ruhig entspannen. Aus biologischer Sicht ist eine solche Entspannung des Systems der Weg zu einer allmählichen Zerstörung. Ja, die Natur ist streng bei sowas. Gedächtnisschwäche. Technologien entwickeln sich mit enormer Geschwindigkeit und beeinflussen bereits unser Gedächtnis. Anders als Sherlock mit seinen Gedächtnislöchern verlassen sich die Menschen zunehmend nicht auf die Fakten selbst, die irgendwo im Kopf vergraben sind, sondern auf Quellen im Internet, die diese Fakten schnell erfassen. Warum sollte man sich den Namen der Raubkatze merken, die ihren Schwanz jagt, wenn es immer möglich ist, Google danach zu fragen? In jüngerer Zeit war die Fähigkeit, sich eine Vielzahl von Informationen zu merken, sehr wichtig und machte den Menschen ziemlich cool in den Augen der anderen. Aber heute benutzt fast jeder Erdenbewohner das globale Netzwerk als externes Gedächtnis, dessen Volumen mehrere tausendmal größer ist als das eingebaute. Die Gewohnheit, alles im Internet zu überprüfen, lehrte das Gehirn, dass man alle Informationen nicht behalten muss. Auch wenn man für sie sehr schöne Gedächtnislöcher bauen kann. Weniger Unterschiede. Es ist so geschehen, dass die Menschen vorher seltener gereist sind. Im Grunde war dies auf die fehlende oder geringe Verfügbarkeit aller Arten von Flugzeugen, Zügen oder sogar Wegen zurückzuführen. Und stellt euch vor, wie schnell die Geschichte mit einem Ring enden würde, wenn man von Hobbingen nach Minas Tirith geflogen wäre. Wir reden aber nicht darüber, sondern darüber, dass die Menschen aufgrund der Schwierigkeiten des Reisens viel weniger miteinander kommunizierten. Ihr lebt zum Beispiel in Chile und euer Freund in Norwegen. Was tun, wenn das Internet doch nicht erfunden ist und Tauben sich generell weigern, so lange Strecken zu fliegen? Höchstwahrscheinlich nichts. Heute im Zeitalter des Hightech sind die Grenzen zwischen Menschen sehr schnell aufgelöst. Und es geht nicht einmal um Multikulturalismus. Wir lernen uns einander zu verstehen, mögen einander und akzeptieren allgemein, wer wir sind. Wissenschaftler glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird, bis die Grenzen vollständig ausgelöscht sind und es Frieden auf der Welt geben wird. Nun, lasst es uns hoffen. Weisheitszähne. Oh ja, diese unbequemen, unnötigen Zähne. Warum hat man sie nur, wenn man sie nicht einmal benutzt? Und die Sache ist, dass unsere Vorfahren, die vor vielen Jahrhunderten gelebt haben, größere Kiefer hatten, weil das Essen auch härter war. Wenn ihr wegen des übermäßigen Zahnes zum Zahnarzt geht, schuld ist die Natur, die mit den rudimentären Organen nicht besonders schnell fertig wurde. Auf der anderen Seite hätten sie uns den Schwanz hinterlassen können. Übrigens haben Wissenschaftler in jüngerer Zeit geschätzt, dass bereits heute etwa 25% der Menschen ohne Weisheitszahnansatz geboren werden, was nur eine Folge der natürlichen Selektion sein kann, da diese zusätzlichen Zähne natürlich die Intelligenz in keiner Weise beeinflussen. In Zukunft wird der Prozentsatz wahrscheinlich nur noch wachsen. Und in ein paar Generationen werden unsere Nachkommen nicht wissen, wie es ist, von Weisheitszähnen gequält zu werden. Glückspilze. Schwimmhäute. Diese Theorie mag lächerlich, albern und sogar ein bisschen wahnsinnig klingen, aber sie hat auch ihre Anhänger. Unter ihnen ist der Paläontologe Matthew Skinner, der die globale Erwärmung dafür verantwortlich macht. Also stellt euch folgende Situation vor. Nach und nach wird das Klima der Erde immer milder und milder, die Gletscher schmelzen, Ozeane und mit ihnen Flüsse und anderen Gewässer treten aus ihren Ufern und fast der ganze Planet verwandelt sich in einen großen Pool voller Haie und umgekippter Tanker. Es ist zu hoffen, dass dies nicht eine allgemeine Überschwemmung wie im Film mit Kevin Costner sein wird, denn er war, naja, nicht sehr gut. Wie auch immer, weil der größte Teil der Erde unter Wasser sein wird, wird sich die Menschheit irgendwie anpassen müssen. Die logischste Anpassung Skinner zufolge sind Schwimmhäute an den Fingern. Und zur gleichen Zeit entwickeln sich die Kiemen, also ein komplettes Set, das die Anthuskraut bereitstellt. Allerdings lieben die Wissenschaftler im Allgemeinen die verschiedenen Theorien und sagen mit Vergnügen zum Beispiel eine Vergrößerung der menschlichen Nase voraus, im Falle einer neuen Eiszeit oder zusätzliche Zehen, wenn man sich in Schwerelosigkeit aufhalten muss. Freunde, was denkt ihr? Welche Veränderungen erwartet die Menschheit in naher Zukunft? Klauen, Telekinese oder einfach weniger Zähne? Teilt eure Theorien in den Kommentaren und vergesst nicht die Likes. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung.
Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein. So schnell wir können.